Hä? Die Kleinen sind Ditte. Ich wollte gerade sagen, das sah so Endboss-mäßig aus. Du bist kein Känguru. Darf ich langsam da mal rein? Also langsam müsste ich nämlich auch anfangen zu looten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Survived Minikabin. Boah, wir stehen kurz vor der Horde. Strom ist da, Munition ist auch ein bisschen da. Verteidigung ist das hier. Muss reichen. Wenn sie von da kommen, reicht das auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir uns noch kicken. Ich habe ja gesagt, wir haben ja letztes Mal freigeschalten. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir's? Nee, das ist falsch. Was ist auch falsch? Ist das falsch hier? Da, das will ich machen jetzt. Die soll nämlich dazwischen. Und dann bauen wir das. Und dann haben wir einen neuen Kochdings und dann, das passt schon. Und dann ist ja, wie gesagt, Horde. Genau. So wird es heute ablaufen. Erstmal bauen, dann ihn auf die Fresse kriegen und dann was essen. Klingt doch nach einem Plan, oder? Warte mal. Hä? Die Kleinen ist ein Ditte. Ich hab jetzt mit. Ich hab jetzt schon mit etwas Größerem gerechnet. Gut, ich bin eigentlich froh, dass es nicht so ist. Zum Glück habe ich das noch. Ich hab das nicht verkauft. Schauen Sie mal an. Ja, macht auch Sinn, ne? Wo ist meine Verkaufskiste da? Das ist ja. Was für ein Zufall. So. Ach, und 4 Töpfe. Warte, Krieko. Mach das doch erstmal hin. Ach du Scheiße. Kabel brauche ich ja auch. Das könnte schwierig werden. Weil das könnte eventuell sein, dass das geradeaus ist. Schmeiß kurz hier hin. Nicht 4 Töpfe gehabt? Hey, hier ist noch Plastik drin. Heißt, wir können doch noch die Kabel zusammen machen, aber das wird wahrscheinlich an die Töpfe. Die könnten mir jetzt einen Topf herstellen. Aber ich will das nicht. Ich will keinen Topf nochmal herstellen. Prinzessin Britta. Aber wahrscheinlich Musik. Musik denn? Tätere. Warum mach ich denn? Ach so. Das waren die 4 Töpfe. Na, so war da auch. Ist natürlich genauso geplant. Kupfer, Tätere. Warum versuche ich mich hier mal hinzusetzen? Macht doch überhaupt keinen Sinn. So, davon brauche ich auch 10 Stück. 7? Ja, ich schleppe halt einzeln an. Man kennt's. So, bitte F drücken, nicht C. Dankeschön. So, jetzt muss ich 2 Eisen. Sind die schon fertig? Ja, Siggi, sind die fertig. Ups, Brettierzeit. Gut, wir haben ja das, wie gesagt, fertig machen lassen und dann. So. Oh, ich erstmal will Eisen. Tata. Brauche ich bloß noch Bretter? Und die Kabelse. Apropos Bretter. Bräuchte auch Holz. Muss das ja auch Villa hier vorne zumachen. Als die Villa von hier kommen. Also man weiß es ja nicht. Eigentlich nicht, aber eigentlich weiß ich das nicht. Eigentlich. Reicht das eigentlich? Das brauche ich nicht nochmal wiederholen. Lasau wird an dieser Sache. Wie spät haben wir das? Alte Spielkabin. Oh, 17 Uhr. Muss ich aber. Da wo es nicht glatt ist, kann ich dann auch rennen wieder.
Na gut, das passt nicht. Das passt nicht. Habe ich Kernmunition? Auch 30 Schuss drin. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das Ding zu. Holen uns die Munition. Machen das Ding nachher wieder auf. Und du kommst hier nicht rein. Oben brauche ich ja noch nicht, ne? Hatchet-Ding. Obwohl, ich könnte eigentlich rausnehmen und da drüben reinpacken. Ich kann in Ruhe die Bretter herstellen. Bretter. Die guten alten Bretter. Oh, er hat schon. Ach so. Da hat er schon fertig. Das ist ein Fehldruck. Gehe ich mal davon aus. So. Geh schon mal hoch. Gönne mir die Munition. Und ich weiß, wo dieses ist woanders. Warum ist mir jetzt auf jeden Fall kalt? Ich glaube, ich muss mir andere Klamotten anziehen. So langsam aber sicher, wa? Hä? Das kann doch nicht sein. Ich hab doch... Da, Mutti. Geht ganz groß dran. Ich pack erstmal alles ein. Sortieren braucht nicht. Machen wir später. So, jetzt runter. Licht anmachen. Sollte erstmal genügen, bis die Horde vorbei ist. Schon geil hell, wa? Also, wenn ich jetzt das hier noch eine drin mache und da hinten, also hier muss noch eine hin. Aber wenn die jetzt von hier kommen, ist das richtig nice. So, wo sind sie denn? Sind sie gleich da? Und ich hoffe, dass sie von da kommen, bitte. Lass die bitte von da kommen. Wo sind sie jetzt? Die kommen natürlich von da, wa? Ja. Was war denn das eben? Was war eben was? Was ich jetzt gerade nicht identifizieren kann. Das war, glaube ich, bloß ein Vetter, der rumgesprungen ist. Und das sah so komisch aus. Aus meiner Blickrichtung. Ich wollte gerade sagen, das sah so Endboss-mäßig aus. Die können immer noch so springen wie Kängurus. Du bist kein Känguru. Oh. Das war ja schnell durch. Wo sind die denn durch? Da nicht? Und da nicht. Und das ist noch an. Ja. Nee, das hat er ausgelöst. Na gut. Aber wie gesagt, war klar, dass sie nicht lange halten, aber... Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. War ja einfach. So. Noch Fragen? Das Essen, wa? Nee, brauche ich gar nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Was ich brauche, ist eine Mütze voll Schlaf. Wie spät haben wir? Ja, ja, passt. Mach ich 5 Stunden? 5 Stunden Schlaf? Zwar Durst, aber geht jetzt erstmal keine Rolle. Gute Zeit zum Aufzustehen, um zu merken, dass ich hab mit Licht gepennt. Aus. Aus die Maus. Also, da ist ja kein Wort da drin. Da ist Wort da drin. Ich hab echt gedacht, hier so. Jetzt ist er. Jetzt reißen sie die Hütte ein.
Das sah irgendwie ganz komisch aus. 3 Stunden. So, da sind wir wieder. Oh, gerade ein bisschen gehackt. Ich weiß ja nicht, was das soll. Was hackt denn hier schon wieder? So, hier fehlen natürlich die Bretter und die Kabelse. Die Kabelse könnte ein Problem werden, aber der Rest ist denn schon mal fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Es fehlt genau ein einziges Plastik. Gut. Bringt alles nichts. Wir werden in the City gehen. Genau. In the City? Ich wollte eigentlich nur den Kühlschrank bauen. Aber da fehlt mir das Buch. Ich glaube, das war nicht da. Das hatte ich nämlich noch nicht. Das ist nicht, das ist nicht, das ist auch nicht. Nee, nee, nee. Nee, Moment mal. Ich glaube, Kühlschrank hatte ich nie gehabt. Sprache, ja. Nee. Und da ist er. Gut, ich habe nicht gesagt, warum sieht denn das anders aus? Also, ich habe das gerade anders gesehen. Ganz, ganz anders. So, das brauche ich mich jetzt. Und was brauche ich noch? Kabelse war das, ne? Lass mich raten. Ja, 3 Kabelse. Achso, ich habe das ja schon hier drin gehabt. Ich habe es ja letztes Mal schon rausgesucht. Naja, gut. Nicht so schlimm. So, ich schmeiß das jetzt hier alle drin. Nicht alles. Paar Sachen hole ich mir nachher wieder raus. Und zwar jetzt. So, da bin ich jetzt erstmal wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe jetzt noch ein bisschen so rumgeschraubt an die Knarren. So, unten der Wagen ist auch schon vorbereitet. Also wir können quasi Plastik sammeln gehen. Das müsste funktionieren. So, trinken habe ich. Gegessen habe ich. Der Wolf, wo ist der? Der kraucht da hinten rum. Eben hat da. Und eben. Achso, ist ja nachgeladen. Gut. Nee. Lass den erstmal in Ruhe. Wo ich den wahrscheinlich jetzt wegmachen sollte, solange ich noch Munition habe. Weiß ich nicht. Gut. F drücken. Immer noch. Nicht C. F. So, wir versuchen wieder hinten rin. Oben rin zu kommen. Und dann so nach und nach so zack, bums und so, ne? Und da das nicht so leise diesmal abgehen wird, geht denn da ab? Oder wir gehen in die Häuser rein. Da kriegt er bestimmt eher Plastik als hier in diesen großen Gebäude oder so. Aber ich bin mir nicht so sicher. Was täte denn besser sein, so in der Richtung, wisst ihr? In den Gebäuden sind sehr, sehr viele drin. Und wenn wir da eh mal drinnen sind, sind wir drinnen. Und die Türen sind verschlossen. Jedes Mal aufs Neue. Wisst ihr nicht, wer da hingehen tut und die ganze Zeit abschließen tut. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist ein anderes Ding. So, normalerweise müsste jetzt hier ein Zombie sein. Ich verstehe nicht. Die haben ja letztes Mal auch die Tür kaputt gemacht. Warum ist denn die Tür jetzt wieder ganz? Das ist totaler Blödsinn. Ja, komm. Geh kacken. Wir nehmen die Häuser. Ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen mehr Plastik da kriegen. Vielleicht kommen wir da auch ein bisschen besser durch. Werden wir ja sehen. Ja, und wie gesagt, hausmäßig bei uns. Wie gesagt, da muss noch in der Mitte eine Lampe hin, dann ist da hinten alles richtig geil beleuchtet. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, und wenn wir jetzt hier anfangen rumzuballern, pass auf die ganzen Wölfe und so. Und Bär. Alles so querbeet. So, bis jetzt
Ist erstmal alles ruhig. Diese Tür ist hoch, wieder Jans. Das ist total merkwürdig, ist da. Ich traue der ganzen Schose hier nicht. Das ist ein guter Grund, den wir kennen. Da die Trefferquote ist wieder on point, wenn sie zu nah sind. Na, dann kommen sie mal. Ich hab zum Tanzi bieten. Und auch mit der lautesten Knarre. Kann man auch erstmal machen, wa? Und Bums macht das. Versuche ein bisschen Munitionssparnasch zu schießen. Blödes, ich brauche den Stoff nicht. Da hinten in den Häusern waren wir noch nie drin gewesen, in den großen Dings. Hier vorne schon, aber. Da dürfte denn auch wieder mehr los sein, wa? Oh, was habe ich denn hier? Habe ich hier Munition? Ja, habe ich. Wohl, wie gesagt, Charlie bringt irgendwie nicht so richtig was. Munition sparen, wa? Ja, ja. Oh, was los? Darf ich langsam da mal rein? Also langsam müsste ich nämlich hoch anfangen zu looten. Und nicht nur Munition und so, ne? Also, wäre cool, wenn das möglich wäre. Hallo Leute! Ich hab doch nicht immer Zeit hier. Das sieht so nicht. Ich baller gerne rum, aber brauche ein paar Sekunden, um zu looten. Munition und Plastik und so. Ist da. Oh, und das brauche ich auch. Hallo. Öffnen Sie bitte Ihr... Oh, Ihr O. Gut, zweimal können wir jetzt eine Rinnitzwirbel kriegen. Also ich meine Identifikation und so. Das ist auch nicht. So, oben Plastik zu finden, ist, glaube ich, am einfachsten, ne? Ich mach mal die Tür zu. Dann müssen sie nämlich erstmal kaputt machen. Nö. Oh, ich hätte ja einfach bloß mal lesen brauchen, dann hätte ich ja gewusst, ob ich das brauche oder nicht. Das ist aber auch unser, nicht unser Ding heute. Nee, nee. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Rein Plastik. Das ist heute Elastik. Guck mal, das soll heißen offen. Hey, gib mal, genau das brauchen wir. Gut, jetzt brauchen wir uns doch nicht mehr herstellen. Aber wenn wir schon mal hier sind, wa? Dann können wir ruhig den Rest hier leer machen. Soweit wir kommen, meinte ich. Hab ich schon. Hab ich doch schon. Ich glaube, da unten sind ein paar pissig. Sicherheitshalber. Dürfte noch nicht sein, aber ich nehme die Hintertür. Er hört sich zu verstimmt an. So, jetzt sieht man da hinten gegen. Ich will wissen, was das ist.
Achso. Hast du was vergessen, Karin? Blutmäßig. Leppen. Die sind schon wieder alle da, aber. Wie gesagt, das ist mir viel zu schnell, ist das da. Das kann sein, dass du vorne gerade alt freigeräumt hast, denn gehst da rein. Und dann kommst du nicht mehr raus, weil sie alle von vorne rein stürmen. Das ist doof. Mal schauen, ob ich auch von hinten rein komme. Na, da könnte er doch. Tatsache. Lass uns mal bitte los. Genau mein Ding. Ja. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das nehmen wir doch dankend an hier. Und das Öl nehmen wir auch. Wenn wir schon mal hier sind. Wie viel Platz habe ich noch? Nicht genügend. Scheiße. Warum muss ich denn recht haben? Acht Kabel! Und Plastik. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Bitte bleiben Sie da. Ich bin gerade bewegungsmäßig, technischerweise ein wenig in der Unterzahl. Kann ich das von hier? Wäre nett. Wenn das geht. Dankeschön. Das ist alles, was wir haben wollten. Immer mit dem Arsch zurück. Das hat sich ja jetzt ja schon gelohnt. Mix so mit. Das kann ich zu Hause auseinandernehmen. Erstmal instecken. Nicht wählerisch sein. Ja doch, irgendwie schon. Sieht auch schon, als sie lootet. Okay. Was haben wir hier? Batterien. Dioden. Also ich sag, dass es Dioden sind. Okay. Also geht's schon wieder raus. Augen zu und durch. Die Mensa. Ist ja Mensal. Die ganzen Produktionen letztes Mal alles für den Arsch. Wenn du das hier safe machen tust, ist auch geil. Stimmt. Nimm das bisschen jetzt ein bisschen mit. Aber nur ein bisschen. Wir wollen ja nicht übertreiben. Wie ich das mitnehme, ist ja egal. Hauptsache mit. Das brauchen wir auch. Ja, für den Weg nach Hause. Ja, ich kann sowas nie liegen lassen. Protein. Hab ich voll. Und sagt vorher nur, er kann es nicht liegen lassen. Ja. Na gut, aber wir könntet ja denn quasi bunkern. Kühlschrank technischerweise, sag ich nur, ne? Da brauche ich bestimmt die Spirale, ne? Es ist eine Spirale nach unten. Ich komme wieder. Keine Frage. Erstmal. Aber erstmal nicht. Erstmal muss ich mir den zweiten Rucksack holen. Und ich stelle mir diese scheiß Kabel her. Wie bescheuert ist denn das? Gut, dass ich die ganze Munition in den anderen Rucksack habe. Aber da muss reichen.
Das muss reichen. Ich wollte gerade sagen, hast du die Jungfern vergessen? Halb so wild. Solange ich das mitkriege und nicht nach Hause laufe und dann mir wunder, warum das ganze Zeug weg ist und am Meckern bin, ist mir das okay. Tschüssi! Ich hab gedacht, das ist ein großes Gebäude. Aber die haben es noch nie mitgekriegt. Die Tür schwingt nach beiden Seiten. Tür könntest du mal wieder zu ihnen? Ist nur so nebenbei, ne? Erstmal looten. Du willst mich verarschen, oder? Gut, jetzt sind die Kleinen. Ich pack den raus, dass ich denn nochmal hierher kommen kann. Sollte der voll sein. Wenn nicht, dann ist das natürlich Tinef. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Looten, ne? Ist er? Er sagt, oh ja. Hier drinnen kämpfen ist scheiße. Geh ins nächste Zimmer. Moment mal, der hat da geschossen. Der muss genau da sein. Also bis jetzt gefällt mir die Tour hier ganz gut. Muss ich ja sagen. Ich habe irgendwie einen Lauf. Gut, das muss ich nicht mitnehmen. Alter, Rucksäcke. Zimmerkontrolle. Munition. Das nehmen wir mit. Ich würde sagen, ich staune aber, dass hier kein großer Rucksack ist. Oh, Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Gut. Die Karre kriegen wir voll mit Rucksäcke. Wenn ich das wollte. Also, wird wahrscheinlich passieren. Je nachdem, wie viele Zombies gleich auftauchen. Mal so eine Frage, wisst ihr? Am besten ist... Den voll machen, rinnen, schmeißen alles und den ihn dann so in der Hand haben. Kann ich zwar nicht reagieren, was doof wäre, zombie-mäßig, aber dann ist es eben so. Das kann nicht euer Ernst sein. Ja, leck mich. Wo bin ich denn hier gelandet? Schlaraffenland oder was? Warten Sie mal. Wir gehen jetzt schon mal. Den nehmen wir jetzt schon mal mit. Schießen müsste ich ja trotzdem können. Lauf, Forrest, lauf! Der ist zwar noch nicht voll, aber... Hallo? So. Nee, das wollte ich nicht. Boah. Lassen Sie mich mal kurz durch. Schieß dir mal kurz in den Wams. Das war mir wert. Junge, nee. So ein kleiner Krümel. Das ist richtig geil. Was mach ich denn da? Ich lass den da hinten stehen, nicht so, und die kloppen. Ich komm zurück, kloppen sie ihn auseinander, oder was? Mach das doch nicht so kompliziert. Mal kicken, ob ich da durchkomme.
und mit dem Arsch rum. Das muss doch funktionieren, oder? Kann ich so? Gut. Ja, das funktioniert. Wo hat mir das vorgestellt? Wir werden zwar die Rucksäcke nicht vollkriegen, aber wir haben Rucksäcke. Schöne große Rucksäcke. Oh, das reicht nicht. Ich komme jetzt hier nicht durch. Das ist natürlich jetzt doof. Reicht das? Nee, das reicht nicht. Schade. Das ist aber nicht ein Problem. Dann machen wir den halt so. Passt, Bucket hat Luft. Genau. Ja, voll. Voll cool. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, ja, ja. Na, ja, da sind ja bloß die billigen Rucksäcke, wa? Ja, hab ich mir gedacht. Ja, darauf bin ich nicht mehr angewiesen. Oh, ein Billigzeug. Oh, scheiße, ist das. Bitte tauschen! Oh, ich hätte gerne diesen weg. Und diesen Rinn. Ich habe gerade so eine kleine Reizüberflutung. Nimm dich und verschwinde. Aber ich kann. Wir wissen, wie das enden wird. Mit zwei Kühlschränke. So wird es enden. Warte mal, ich schmeiß den jetzt rein und hol mir so einen großen raus. Tü, tü, tü. Hallo? Den großen bitte. Danke. Den darin würde gerne den noch nehmen. Wahrscheinlich kann ich das so ja, wenn ich die Karre habe und dann auf F drücke. Also quasi die Karre schiebe und gleichzeitig aber noch einen Rucksack so anpinne. Möglich. Vielleicht funktioniert es ja. Wer nicht probiert, wird es nie erfahren. Ah, den kann ich verzichten auf den. Ah, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Das ist jetzt so nicht so schön, aber ja, kommt mit. Ich versuche es mal jetzt. Wie das sind jetzt, sollte ich das versuchen. Das funktioniert. Ich habe die Karre voller Rucksäcke und ich habe noch einen Rucksack. So, kann ich auch zielen? Nee, zielen kann ich natürlich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich schießen kann. Wäre doof, wenn nicht. Ich glaube, ich werde einen großen Bogen machen müssen. Also, halt mal fest. Diese Loot-Tour war ein voller Erfolg. Also, wenn wir jetzt nach Hause kommen sollten, meinte ich natürlich, ne? Wenn ich den Scheiß nach Hause kriege. Wow. Oh. Ein Problem haben wir noch. Vor meiner Haustür. Aber noch habe ich Munition. Weil ich hoffe, dass ich schießen kann. Weil ich kann ja jetzt auch nicht so schnell ins Menü rennen und dann zack und das rausschmeißen. Ah, siehst du, die kommen nämlich schon dahin. Lieber es eh 2 Meter mehr laufen, als nicht zu Hause ankommen, ne?
Alter, Munition, Rucksäcke, Kabel, alle da. Alle da. Gut, Munition, vielleicht hätte ein bisschen mehr sein können, aber ich bin schon froh, dass ich hier die Rucksäcke bekommen habe. Das war heute eine Horde, eine Folge. Horde, alle da. Bin immer noch ein bisschen Reizüberflutung. Es sei jetzt kommt ein Bär. Oder ein Wolf. Ins Bombe hin. Würde ich scheiß finden. Moment mal. Oh, Moment. Kann ich das jetzt immer noch? Wo ist denn der Rucksack hin? Nein. Weil ich abgespeichert habe, hat er den Rucksack nicht mehr. Doch, da ist er. Oh, mach sowas nicht. Also, damit meine ich mich. Gut. Das wäre eh ein Rucksackverlust. Kann man eigentlich noch mit leben. Dafür haben wir ja eh zwei hinten drin. Haha. Na gut, Leute. Ich versuche, nach Hause zu bringen. Sollte jetzt noch der Wolf angreifen, werdet das jetzt sehen. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen wieder. Also, ich bin raus. Tschüss.